Silberfischchen leben gerne im Badezimmer, weil sie hohe Luftfeuchtigkeit brauchen. Was gibt es hier für sie zu fressen? Auf dem Boden finden sie Hautschuppen und Haare, die sie mit ihren beißenden Kiefern annagen. Unter günstigen Bedingungen können sie bis zu 3 Jahre alt werden. Der Körper ist abgeflacht, geeignet, um sich in Spalten zu verstecken. Die 3 Paar Laufbeine werden von flügelartigen Lappen des Brustpanzers abgedeckt. Die Schuppen schützen vor Austrocknung. Das Hinterende trägt 3 fühlerartige Anhänge mit extrem sensiblen Härchen, die jeden leisesten Luftzug wahrnehmen. So können plötzliche Luftbewegungen die Flucht auslösen. Mit 40 cm pro Sekunde ab ins nächste Versteck. Die 3 Laufbeinpaare zeigen, dass Silberfischchen Insekten sind. Tatsächlich gelten sie als nächste Verwandte aller geflügelten Insekten, unter anderem, weil auch sie beißende Kiefer haben. Forscher vermuten, dass die flügelartigen Lappen am Brustpanzer der Silberfischchen die Vorläufer der Insektenflügel waren. Nach dieser Theorie haben sich fliegende Insekten vor 400 Millionen Jahren aus silberfischchenähnlichen Vorfahren entwickelt, und zwar als Gleitflieger. Silberfischchen sind also lebende Fossilien aus einer Zeit, in der Insekten noch keine Flügel hatten.